Die Uhr für deinen Erfolg mit Frauen tickt. Warum du besser jetzt anfängst als später. Willkommen zurück zu diesem Video. Ganz, ganz wichtiges Video mit einer ganz wichtigen Message, nämlich geh den Erfolg mit Frauen, den du dir vorstellst und den du wünschst, geh den jetzt an und geh ihn nicht erst morgen an. Na, ich habe das immer wieder oder ich habe das öfter mal, dass Männer zu mir kommen, die schon ein bisschen älter sind, 50, 55, 45 und die dann anfangen wollen, mehr Erfolg mit Frauen zu haben, aber vorher noch nie irgendwas mit Frauen gemacht haben. Und natürlich ist das möglich. Natürlich kann man das hinbekommen. Man kann eine Frau finden, man kann viel Sex haben. Das ist alles machbar und das habe ich auch mit Männern schon gemacht. Aber dir muss klar sein, dass je länger du wartest, je mehr Zeit du vergehen lässt, desto schwieriger wird es. Wenn du noch eine Jungfrau bist, wenn du 30 bist, wenn du mit 30 noch nie einen Kuss hattest oder irgendwas in der Art oder 25. Je weiter, je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird das. Desto schwieriger wird das für dich. Wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann bist du hier schon richtig, dass du meine Videos schaust. Kannst dich aber auch gerne fürs Online-Coaching eintragen. Das ist komplett gratis. Da kriegst du noch mehr Informationen, die du hier nicht bekommst. Erster Link in der Beschreibung. Du solltest anfangen. Du solltest heute anfangen. Keinen Tag mehr vergehen lassen. Weil noch bist du jung und noch ist das in Ordnung. Du musst nur verstehen, dass je mehr Jahre vergehen, desto negativer wird deine Einstellung gegenüber diesem Thema. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel 35 bist und du bist ein erfolgreicher Unternehmer oder was auch immer, dann ist das super. Dann hast du gute Voraussetzungen, um schon mal, du stehst fest im Leben, das ist sehr anziehend für Frauen. Ja, vielleicht hast du dich gut um dein Äußeres gekümmert und das ist super. Aber wenn du bis dahin nie irgendwas mit Frauen zu tun gehabt hast, dann werden deine Einstellungen, das hier oben, dein Mindset, das wird einfach schlecht sein, das wird schwach sein und das wird dir unglaubliche Probleme bereiten gegenüber Frauen. Je früher du anfängst, desto besser ist das für dich und je später du anfängst, desto mehr Schwierigkeiten hast du wahrscheinlich. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du es nicht schaffen kannst, wenn du älter bist, das kannst du durchaus, das habe ich schon oft genug gesehen. Aber mach es dir selbst nicht so schwer, sondern beginne jetzt. Wenn du anfangen willst, deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern, dann beginne jetzt und erzähl dir nicht irgendwas von, ach ja, da kann ich mich ja irgendwann anders drum kümmern. Es gibt so viele Männer, die sich nie um dieses Gebiet gekümmert haben, weil sie sich denken, irgendwann regelt sich das schon von alleine. Aber das regelt sich nicht von alleine. Du musst etwas dafür tun. Und ich meine damit nicht, dass du für den Rest deines Lebens jeden Tag auf der Straße Frauen ansprechen musst. Nein, aber du musst das Rad ins Rollen bringen. Du musst in Kontakt mit Frauen kommen. Du musst lernen, wie das funktioniert. Du musst ein Selbstbewusstsein, eine Ruhe, eine Entspanntheit im Kontakt mit Frauen aufbauen können. Du musst du selbst sein können mit Frauen. Und das ist etwas, was man üben muss. Das ist was für die meisten Leute nicht automatisch kommt, außer du bist perfekt aufgewachsen. Das gibt's auch, aber es ist selten. Das kommt für die meisten Leute nicht automatisch. Und jedes Jahr, mit dem du wartest, wirst du dich mehr fragen, was stimmt eigentlich mit mir? Und werden sich vielleicht auch die Leute mehr fragen, was stimmt denn eigentlich mit dem, dass der immer noch keine Freundin hatte, dass der immer noch nichts mit Frauen hatte. Dabei stimmt ja mit dir eigentlich alles. Aber die Gedanken, die du über dich selbst hast und die Gedanken, die andere Leute über dich haben, die Gesellschaft vielleicht über dich hat, die werden immer negativer und immer, misstrauischer von Jahr zu Jahr. Das heißt, es wird immer, immer schwieriger. Und irgendwann, und das ist bei vielen Männern der Fall, die, mit 30 noch Jungfrau sind, irgendwann kommt also der Glaubenssatz, ach, das klappt bei mir sowieso nicht. Oder irgendwas in der Art. Irgendein Glaubenssatz, der es dir dann endgültig verbaut, den Erfolg mit Frauen zu haben. Und je früher du anfängst, desto besser stehst du am Ende da. Ich zum Beispiel habe damals angefangen mit, 16 mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gibt Jungs, die haben das früher gemacht. Das ist schon relativ früh. So, und ich weiß halt, dass ich mit Anfang 30 oder Mitte 30 absolut keine Probleme haben werde, weil ich diesen Bereich habe ich gemeistert. Da habe ich Zeit investiert. Aber du willst nicht lange damit warten, denn du willst ja nicht darauf warten, dass du ein geiles Leben mit Frauen hast. Du willst es ja nicht erst mit 40 haben. Du willst ja nicht mit 35 anfangen und dann mit 45 gut darin sein oder mit 40 oder was auch immer. Vor allem, wenn du keinen Coach hast. Nein, du willst jetzt anfangen. Du willst jetzt anfangen, damit du das Leben, was du eigentlich leben willst, auch wirklich dann bald leben kannst. Und nicht darauf warten musst oder dich damit abfinden musst, dass es niemals passiert. Und egal an welchem Punkt du stehst, du kannst deinen Erfolg mit Frauen verbessern. Egal an welchem Punkt du stehst. Deswegen, auch wenn du jetzt das Video schaust und du bist ein bisschen älter, nimm dir den heutigen Tage und fang an. Du schaust schon mein Video, das ist schon sehr gut. Jetzt fang an. Geh in die Handlung, geh raus, sprich Frauen an, trag dich, wie gesagt, das Online-Coaching ein, komm zu mir, arbeite mit mir, geh woanders hin, was auch immer. Aber sieh zu, dass du irgendwie in Handlung kommst und vor allem nicht nur Videos schaust, das ist ganz wichtig. Diese Videos sind wertvoll, die sind wichtig, Theorie ist wichtig. Aber lass auch die Praxis mit einfließen. Für jedes Theorievideo, das du hier siehst, solltest du mal mindestens 2 Frauen in der Praxis angesprochen haben, als gesunden Ausgleich. Denn ich kenne das von mir in meiner Anfangszeit. Am Anfang habe ich erstmal ein Jahr lang bestimmt nur gelesen, statt mal in Handlung zu treten. Und das war ein großer, großer Fehler. Mach diesen Fehler nicht. Warte nicht, verschwende nicht deine Zeit, denn es wird nicht einfacher. Es wird nur schwerer. Das wird nur schwerer. Na? Denn
Gucken wir uns mal die erfolgreichen Männer an, von denen wir alle sprechen. Die Naturals, die Männer, die von vornherein gut mit Frauen waren. Niemand war von vornherein gut mit Frauen. Die Männer, die schon gut waren, als du zum Beispiel gerade angefangen hast, nehmen wir mal an, du hast mit 15 in der Schule angefangen, also mit Frauen zu flirten, und da gab es so die drei Typen, die hatten es schon voll drauf mit Frauen. Warum hatten die es schon drauf mit Frauen? Weil die früher angefangen haben. Na, natürlich sind die nicht mit 5 rumgelaufen oder mit 6 in der Grundschule und haben alle Frauen angesprochen. Aber die haben in diesem Alter schon viel mit Frauen geflirtet, vielleicht viel mit Frauen kommuniziert. So wie halt Jungs oder Jungs und Mädchen, wenn sie 6 Jahre alt sind, miteinander flirten. Also sie haben einfach ein Selbstbewusstsein aufgebaut in der Gegenwart von Mädchen. Und das hat sich natürlich dann weiterentwickelt. Deswegen können die das schon. Es gibt keine Naturals. Es gibt nur Leute, die das früher gelernt haben. Leute, die vielleicht in der Familie aufgewachsen sind, wo Kommunikation, offene, gute Kommunikation auch mit Fremden normal war. Die haben das auch gelernt, nur früher. Du kannst auch ein Natural sein. Du kannst auch als Natural wahrgenommen werden. Aber du musst anfangen. Heute besser als morgen. Das ist die Grundmessage dieses Videos und ich will es auch nicht länger machen, denn mehr Message braucht dieses Video auch nicht. Geil, dass du dabei warst. Leg heute los, wie auch immer du es tust. Tritt in Handlung, heute. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du machen wirst, was dein nächster Schritt sein wird. Interessiert mich. Wir sehen uns übermorgen wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Und rechts unten geht es zu einem Video, das dich nochmal weiterbringt auf deinem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.